man es wirklich schlechter treffen. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, dem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Dauert trotzdem. Ich hab Matsch im Mund. Meine Schuld. Hier draußen gibt's keine Pannenhilfe, Nathan. Alle Mann anschnallen! Wow. Hey! Das Ding hier Airbags? Oder Rettungsschirme? Noch eine Steinbarke. Steinhaufen. Sorry, Sam, stimmt. Steinhaufen. Danke. Okay, Sekunde. Okay, aber komm zurück, bevor es dunkel wird, ja? Bin da. Auf geht's.
Meine Schuld! Bleib da! Hey, hast du was gesehen? Vorwärts! Jemand hat sich viel Mühe gegeben, die Steine so aufzustapeln. Bin gleich zurück. Bring mir was Hübsches mit. Hat Spaß gemacht. Seht euch das an. Oh, Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue.
Moment mal. Was war das? Hier ist nichts. Das habe ich mir nicht. Ah! Oh? Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rain und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern.
Die Struktur dieser Piraten lässt nichts zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Sally. Echt praktisch, oder? Ja, ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Vorsicht! Sally, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupacken. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Rafe da im Vorteil. Sorry. Was haben wir denn hier? Waldmanns Heil. Alles klar.
Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, hast wohl recht.